Liebe Videofreunde, manchmal ist einem nach Urlaub zumute und aus verschiedenen Gründen kann man doch nicht wegfahren. Mir war die letzten Tage eigentlich ein bisschen nach Mittelmeer, da ich aber nicht dahin kann, habe ich versucht, das wieder etwas zu malen. Dabei sind zwei Bilder entstanden. Zu denen ich euch auch eine kleine Frage stellen will. Die Frage ist diesmal nicht so ganz präzise zu beantworten, sondern ihr sollt mir einfach nur mitteilen, welchen Ländern aus dem Mittelmeerraum ihr diese Bilder zuordnen würdet. Am Mittelmeer ist es ja so, dass man, egal von wo man Bilder sieht, dass man sofort weiß, dass man in der Mittelmeerregion ist. Trotzdem unterscheiden sich die verschiedenen Länder durch ihre Baustile und Farbgebung. Also zum Beispiel, wenn ich ein Bild von Tunesien gemalt hätte, dann wäre wohl sehr viel Grün an Fensterrahmen, Türrahmen und so weiter zu sehen. Und auch die Baumaterialien wären etwas anders. Ja, kleine Katze müssen wir mal streicheln, ne? Ja. Was hab ich gerne? Oh, das war das Bild Nummer 1. Und nun zeige ich euch noch das zweite Bild. So, hier ist das zweite Bild. Aus welcher Region? Also es muss nicht unbedingt der Ländername sein, sondern es können auch irgendwelche Inseln, die zu dem Land gehören, sein. Ich muss sagen, diese Bilder sind nicht nach irgendeiner authentischen Vorlage nachgemalt. Zumindest das zweite nicht, also dieses hier, sondern einfach aus der Fantasie raus. Soll aber eigentlich schon das Land widerspiegeln. Viel Spaß beim Raten. Euer Andreas. Inzwischen ist das zweite Bild natürlich auch etwas glatter geworden, ist auf Papier und das wälzt sich immer, wenn man damit Acrylfarben drauf malt. Das Bild mit der Katze, das ist in Ölfarben gemalt auf Leinwand.